Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder eine Partie aus der Champions Chess Tour analysiert, denn da hat gerade gestern Abend Vincent das Finale der Winners Bracket der Division 2 gegen Levon Aronyan gespielt. Und wir wollen uns da mal die Partien anschauen. Das ist im Prinzip ein K.O.-Turnier in drei Ligen eingeteilt. Vincent spielt, wie gesagt, in der zweiten. Und im Gegensatz zu den meisten K.O.-Turnieren hat man hier zwei Leben. Das heißt, wenn man einmal verliert, dann geht man von dem Teil der Gewinner nochmal in den Verliererteil. Und am Ende wird der Sieger des Gewinnerteils gegen den Sieger des Verliererteils spielen. Aber der Sieger des Gewinnerteils hat dann am Ende natürlich auch noch zwei Leben. Das heißt, er muss zweimal geschlagen werden. Schauen wir aber erstmal, wie Vincent sich hier gegen Levon geschlagen hat. Denn Levon, absoluter Weltklasse-Mann, schon seit vielen, vielen Jahren. Wahrscheinlich schon länger als Vincent lebt, wenn wir ehrlich sind. Und wir gucken uns mal die Partie an. Vincent startete in das Turnier mit Weiß. Beziehungsweise in das Match. Er spielte D4, Springer F6, C4 und Aronyan G6. Ich weiß nicht, für mich war das etwas überraschend, aber natürlich können diese Top-Leute alles spielen. Er strebte hier offensichtlich Königsindisch an. Rochade, Springer C3 und Springer C6. Das ist ein nicht allzu häufig gespielter Zug, aber dennoch, ich habe hier mehr als 500 Partien in der Datenbank gefunden und daher gehe ich mal davon aus, dass Vincent das schon kannte. Er spielt ja auch schon sein ganzes Leben D4 und auch sehr viel mit diesen G3-Aufbauten. Und ja, insgesamt ist Vincent natürlich auch ein Top-Spieler und kennt sich deshalb auch super in den Eröffnungen aus. Er spielte E3. Der Punkt ist, dass er den Springer nicht nach F3 stellen möchte, sondern nach E2. Und nach D6 spielte er Springer E2. Und hier nach E5 kommt schon die erste wichtige, also zumindest aus meiner Sicht wichtige Stelle. Er spielte hier nämlich Rochade. Und nach Turm E8 würde man hier D5 spielen. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn man hier nach Turm E8 D5 spielen möchte, warum spielt man hier nicht sofort D5 und einfach anschließend Rochade? Der Punkt ist, dass Schwarz hier Springer A5 spielt und nach B3 spielt Schwarz jetzt natürlich nicht mehr Turm E8, sondern so einen sinnvollen Zug wie A6 und man versucht hier mit B5 zu spielen. Das kann man einmal mit Hilfe eines Bauernopfers tun, also indem man diesen Bauern einfach abgibt und dann versucht, wolgaartige Kompensation zu bekommen, oder man kann das natürlich auch noch weiter vorbereiten. Dieser Springer auf A5 sieht immer etwas komisch aus, aber der geht nicht verloren, denn Weiß kann hier nahezu nie B4 spielen, weil der C4 immer hängt. Das ist recht wichtig zu verstehen. Und im allergrößten Zweifel, wenn doch mal irgendwie B4 droht, kann Schwarz auch mit C5 spielen. Das heißt, der Springer sieht komisch aus, wird aber nicht gefangen. Also Rochade. Und nachdem wir gesehen haben, dass sofort D5 eben nicht so toll ist, habe ich gedacht, okay, Turm E8, das ist der Hauptzug und hier nach D5, Springer A5, was ist hier anders? Ja, und der Punkt ist einfach, dass hier nach B3 Weiß schon einen Zug mehr hat. Und das ist in solchen Stellungen, oder generell ist es natürlich gut, wenn man ein Tempo mehr hat. Und dementsprechend ist diese Version natürlich deutlich besser für Weiß als mit dem Turm auf F8 und dem Bauern auf A6. Und ich nehme mal an, dass genau deshalb auch Aronyan das nicht anstrebte. Er schlug hier auf D4. Das sah aus meiner Sicht jetzt gar nicht so clever aus, denn es öffnet ja den Läufer auf C1, der eigentlich nicht so toll steht und der jetzt wieder ganz normal entwickelt werden kann. Aber andererseits, wenn Schwarz eben keine sinnvollen Abwartezüge hat, was soll man dann tun? Und hier ist der Hauptzug Läufer F5. Aber mir gefällt hier eigentlich die Lösung von Aronyan ganz gut. Er spielte Läufer D7. Die Idee ist im Prinzip die gleiche. Er entwickelt den Läufer, er kann eventuell mit Dame C8 spielen. Und der Läufer ist nicht so leicht angreifbar. Aber Vincent spielte trotzdem H3. Das ist gegen Dame C8 gerichtet, denn dann kann man immer mit König H2 antworten. Der H3 ist gedeckt und alles ist bestens. Und hier nach A6 gefällt mir Vincents Lösung auch sehr gut. Er spielte Läufer G5. Die Idee davon ist es, dass natürlich diese Fesselung sehr nervig ist für Schwarz. Also sowas wie Springer D5 kann immer kommen. Deshalb ist H6 ja mehr oder weniger erzwungen, sagen wir mal, und dann Läufer E3. Und natürlich ist es hier nicht super klar, dass der H6 eine riesige Schwäche ist oder dass man den gewinnt. Aber ja, am Ende muss Schwarz den wahrscheinlich doch verteidigen. Und zumindest kann man sagen, der Bauer würde auf H7 jetzt nicht viel besser stehen. Dementsprechend dieses Manöver mit Läufer G5, Läufer E3, sehr, sehr cleverer Einschub. Turm B8, Schwarz bereitet hier B5 vor. Gewinnt und entwickelt sich einfach weiter. Dame D2, König H7, Turm C1. Und hier nach Springer E7 könnt ihr gerne mal, wenn ihr trainieren wollt, das Video anhalten und euch überlegen, wie ihr weiterspielen würdet.
Denn hier hat Vincent aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne strategische Lösung gefunden. Und ja, das ist einfach eine gute Übung. Hier kann man ein bisschen zum Thema Prophylaxe nachdenken. Die Frage ist nämlich, was will Schwarz mit Springer E7 erreichen? Schwarz möchte hier den Springer nach F5 bringen. Und dazu kann man sich noch fragen, was macht eigentlich unser Springer auf E2? Und tatsächlich können wir beide Fragen mit einem Zug beantworten. Wir können nämlich hier G4 spielen und so spielt er auch Vincent. Das verhindert Springer F5 und das gibt dem Springer von E2 die Möglichkeit, nach G3 zu kommen, wo er in jedem Fall etwas aktiver steht. Okay, Springer F5 ist keine Option mehr, deswegen spielte Schwarz B5. Und hier hat Vincent aus meiner Sicht eine recht gute Möglichkeit verpasst und auch eine recht typische. Eine wichtige Idee in solchen Stellungen ist es häufig für Weiß, Springer D5 zu spielen. Der Punkt ist, dass im Prinzip egal wie Schwarz schlägt, also egal welcher Springer schlägt, man schlägt eben mit dem Bauern wieder. Der Bauer auf C7 wird dann schwach und dieser Doppelbauer im Zentrum von Weiß, der ist gar nicht schwach. Stattdessen, der schränkt sogar die schwarzen Figuren ein, weil jetzt keine der Figuren die Felder E6, E5 oder C5 und C6 betreten kann. Und hier steht Weiß einfach deutlich aktiver und die Stellung sieht aus meiner Sicht sehr gut aus. Was man hier aber natürlich auch noch sehen muss, ist, dass nach Springer D5 hier an dieser Stelle B schlägt C4 durchaus eine Option ist. Aber hier kann Weiß auf F6 schlagen und plötzlich kommt es Weiß zugute, dass er vor vielen Zügen mal den Zug H6 provoziert hat. Und ja, hier hat man jetzt den C4-Bauern gegen den H6-Bauern getauscht, was natürlich in jedem Fall gut ist, denn der C4 ist eine Schwäche, der schwarze König wurde jetzt etwas geschwächt und selbst wenn Schwarz es schafft, diesen Bauern mit D5 gut zu verteidigen, kann man langfristig mal versuchen, mit B3 die C-Linie zu öffnen und dann wird eben der C7-Bauer rückständig und damit auch schwach. Das heißt, hier würde Weiß ziemlich gut stehen. Vincent spielte ja mehr oder weniger schablonenartig, was bei einer Zeitkontrolle von 10 Minuten plus 2 Sekunden jetzt auch nicht der schlechteste Weg ist. Und hier spielte Aronian B4. Springer D1 und D5. Also Schwarz versucht jetzt auch etwas Raum im Zentrum zu gewinnen, denn er kann natürlich Weiß nicht völlig freies Spiel lassen. Springer G3 und hier folgte Läufer C6. Und hier hat Weiß zwei Möglichkeiten, diesen Springer von D1 zu aktivieren. Die Idee von Läufer C6 ist es natürlich irgendwie auf C4 zu schlagen und die weißfeldrigen Läufer zu tauschen. Und dementsprechend ist hier Vincents Lösung auch recht logisch. Vincent spielte F3. Die Alternative ist es, Springer B2 zu spielen und diesen Tausch zuzulassen. Nach D schlägt C4 ist es erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass man hier auf keinen Fall möchte, dass ein schwarzer Springer auf D5 landet und diesen Bauern auf D4 blockiert. Also zum Beispiel nach Springer schlägt C4, Läufer schlägt König schlägt und Springer D5. Hier steht Schwarz ziemlich sicher schon besser. Denn dieser Zug G4, der schwächt natürlich auch den weißen König ein bisschen und das merkt man nochmal mehr, wenn die weißfeldrigen Läufer vom Brett verschwunden sind. Stattdessen B schlägt C4 ist definitiv der bessere Zug und nach Läufer G2, König G2, ja zum Beispiel A5, Springer D3 steht Weiß nach wie vor etwas besser, weil ja die Existenz dieses Bauern auf C4 statt auf B3 ändert einfach eine ganze Menge, weil die schwarzen Springer jetzt immer noch nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Aber auch Vincents Lösung ist wie gesagt recht spannend, er spielt F3, er möchte den Springer auch hier nach D3 bringen, aber er möchte die weißfeldrigen Läufer erstmal auf dem Brett behalten. Obwohl er zunächst seinen Läufer natürlich auf G2 etwas deaktiviert, hat er ja später immer die Möglichkeit, irgendwie F4 zu spielen. Hier folgte Springer D7 und Springer F2. Turm E8, Springer D3. Ja, jetzt kam der nächste Springer wieder ins Spiel. Der stand mal auf C3, jetzt steht er auf D3. Der Bauer auf B4 hängt, deswegen A5. Okay, Läufer F2, Vincent öffnet die E-Linie. Springer F8 und Springer E5. Und hier nach D schlägt C4, Springer schlägt C6, folgt der C3. Ich vermute, das war jetzt kein großer Schock, also zumindest ist das ein Zwischenzug, den man auf jeden Fall betrachten sollte. Aber ja, hier auch wieder, wenn ihr trainieren wollt, kleine Übung für euch, das ist ein echt guter Moment. Schwarz hat gerade eine Figur weniger, aber Schwarz hat hier die Dame angegriffen. Und das Problem ist, wenn man einfach auf D8 nimmt, dann schlägt Schwarz auf D2 und dann hängen der Turm auf C1 und der Springer auf D8. Das heißt, Schwarz bekommt auf jeden Fall die Figur zurück. Und Weiß kann hier auch nicht die Figur behalten. Also so viel verrate ich euch. Aber Weiß hat zwei Möglichkeiten. Also eine ist auf D8 schlagen, das hat Vincent gespielt. Und die andere ist es auf C3 zu schlagen. Und erst nach B schlägt C3 auf D8 zu schlagen. Denn hier hat man ja jetzt einen Bauern genommen und nach Turm B schlägt D8, Turm schlägt C3, hängt erstmal der C7. Aber ich muss zugeben, dass nach Springer D5
Turm C1 und Springer E6 Schwarz auf jeden Fall gute Kompensation hat. Dieses Feld auf F4 ist jetzt schwach und einer der schwarzen Springer wird da landen. Hier macht der Läufer auf G2 wirklich nicht mehr viel und der ist auch sehr schwer zu aktivieren. Der Bauer auf D4 ist schwach, der auf C7 hingegen ist sehr, sehr gut gedeckt. Und hier, ja, also Schwarz hat einfach genug Kompensation für den Bauern und ich vermute, dass die meisten hier auch lieber mit Schwarz spielen würden. Vielleicht auch deshalb entschied sich Vincent für Springer schlägt D8, aber tatsächlich nach C schlägt D2 hat er jetzt etwas komisch gespielt. Also ich hätte hier in jedem Fall auf C7 genommen und ich verstehe auch nicht so richtig, warum er sich dagegen entschieden hat. Also hier zum Beispiel nach Turm D8 spielt man Turm D1. Irgendwann muss man ja den Bauern von D2 gewinnen. Und nach Springer E6, Turm C2, Springer D5. Kann man den D2 nehmen? Und ja, hier gibt es auch sowas wie Springer DF4. Das sieht jetzt recht ähnlich aus zu der Stellung, die ich eben gezeigt habe. Aber der Unterschied ist, dass Schwarz hier einen Bauern auf B4 statt auf C7 hat. Und ich habe das Gefühl, das kommt eher Weiß entgegen, weil der Turm so leichter aktiv werden kann. Natürlich hat Schwarz hier genug Kompensation für den Bauern. Also ja, die Läufer sind einfach zu passiv. Und der Bauer auf D4 schränkt sie ja bloß ein. Und das ist ein Freibauer, aber der läuft nirgendwo hin. Dennoch glaube ich, dass ja, Weiß hier nicht schlechter steht. Vincent spielte Turm C4 und den verstehe ich einfach nicht so richtig. Also ich weiß nicht genau, warum er das getan hat. Turm schlägt D8 und Turm D1. Also er möchte jetzt den D4 gewinnen. Ja, den D2. Springer E6, Turm D2. Und hier folgte C5. Sehr, sehr starker Zug von Schwarz und ich sag mal, das wäre nicht passiert, wenn er auf C7 genommen hätte. Hier spielte Vincent Springer E2 und das ist wahrscheinlich nicht das Beste. Aber hier die beste Fortsetzung zu finden, ist auch wirklich nicht einfach. Weiß sollte wahrscheinlich F4 spielen. Und die Idee davon ist es, dass man möglichst schnell diese schwarzen Figuren hier unter Druck setzen möchte. Nach C schlägt D4, F5. Und nach Springer F4 kann man jetzt den Bauern auf D4 nehmen. Und ja, zum Beispiel schlägt, schlägt, Springer G2, König G2, Turm D5. Hier gibt es ein schönes Bauernopfer, also den wird man wahrscheinlich nicht behalten, deshalb F6. Läufer schlägt und Springer E4 zur Aktivierung der Figuren. Und nach Turm G8 kann man nach F1 gehen. Läufer G5 zum Beispiel, Turm G2. Jetzt hat man sich entfesselt. Ja, Weiß hat hier einen Bauern weniger. Aber was Weiß zugute kommt, ist, es sind nicht mehr so viele Bauern auf dem Brett. Also 3 gegen 4 sind nicht so viele. Und je weniger Bauern auf dem Brett sind, desto kleiner auch die Chancen, dass man einen mehr Bauern verwerten kann. Ja, Vincent spielte Springer E2. Und hier passierte auch was Komisches. Also hier kann ich auch wieder nicht so gut erklären, warum Aronian sich jetzt dagegen entschieden hat, diesen Bauern zu nehmen. Denn ja, also hier sollte Weiß auch F4 spielen, aber er hat ihn eben nicht gefunden. Nach Springer D5 denke ich, dass Schwarz sehr gutes Spiel hat. Aber wir sollten natürlich schauen, warum kann Weiß nicht zurückschlagen. Vielleicht hat er irgendwas in den Varianten übersehen. Aber die sind eigentlich nicht so schwer. Nach Läufer D4, Läufer schlägt, muss der Springer schlagen und hier ist Springer C6 sehr stark. Der Springer auf D4 hängt. Er darf nicht auf C6 und nicht auf E6 schlagen, weil er an den Turm gefesselt ist. Bleibt also nur Turm schlägt C6. Und hier gewinnt Springer schlägt D4 tatsächlich einfach die Partie. Denn der Turm auf C6 hängt, das heißt, er muss ziehen und Schwarz droht das Abzugsschach Springer schlägt F3, was den Turm auf D2 gewinnt. Und ja, das ist einfach zu viel Material dann. Schauen wir, was passiert, wenn der Springer schlägt. Hier ist eigentlich die Idee auch sehr simpel. Hier kann Schwarz einfach Turm D7 spielen, Turm D8 und auch hier kann Weiß sich einfach nicht entfesseln und Schwarz gewinnt eine Figur. Das heißt, der Bauer auf D4 ist tabu und wenn der Bauer tabu ist, dann würde ich den zumindest nehmen, weil ich habe immer gern lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So sagt man, oder? Ja, wie auch immer, nach Springer E2 spielte Aronian Turm D7 und hier folgte jetzt F4. Also hier fand Vincent diese Idee. Und nach Turm D8 gab er den Bauern mit D5 ab. Springer schlägt D5 und F5. Also, auch das eigentlich sehr, sehr charakteristisches Spiel. Weiß hat das Läuferpaar. Er ist natürlich in der Defensive, weil er hat gerade einen Bauern verloren und die schwarzen Figuren stehen auch recht aktiv. Aber das Läuferpaar braucht Platz und deshalb schmeißt er den F-Bauer nach vorne, damit seine Läufer endlich aktiv werden. Schwarz schlug und Springer D4. Und jetzt hängt der Bauer auf C5, Springer E2, Turm E2 und Springer F4. Schwarz gelingt es hier, das Läuferpaar zu halbieren und Weiß hat hier auch nur einen Zug. Also Turm E1 geht nicht wegen Springer D3 und es ergibt schon Sinn, den Turm auf der E-Linie zu behalten. Deshalb hat Vincent Turm E4 gespielt. Das zwingt Schwarz auch sofort zu einer Entscheidung. Und hier folgte Turm D1, König H2 und Springer D3. Und Turm C2.
Ja, Weiß versucht hier die zweite Reihe etwas unter Kontrolle zu halten, denn natürlich kann das schnell gefährlich werden, wenn Schwarz hier irgendwie zwei Türme auf die zweite Reihe bekommt. Springer f2, Turm f2 und Läufer d4. Turm e2 und Läufer c5. Und hier machte Vincent einen groben Fehler. Hier sollte man tatsächlich verstehen, dass Schwarz eine recht konkrete Drohung hat. Also das hat Vincent verstanden. Schwarz droht Läufer d6. Der König hat kein Feld. Jetzt ist die Frage, schafft man ihn mit h4 ein Feld oder schafft man ihn mit Läufer f3 ein Feld? Und tatsächlich ist Läufer f3 der bessere Zug. Der Punkt ist, dass nach sowas wie Turm g8 einfach Turm g4 folgen kann. Und hier ist das Material ausgeglichen, wir haben ungleichfarbige Läufer und ich sehe jetzt keine durchschlagende Idee für Schwarz. Vincent spielte aber h4. Und tatsächlich hat Schwarz hier einen gar nicht so komplizierten Gewinnweg, aber auch hier wieder, also wir sind bei Zug 40, die beiden hatten hier sicher kaum Zeit. Und ganz so trivial ist es dann eben doch nicht. Schwarz muss hier Schach geben und nach König h3 Turm g8 spielen. Jetzt droht Turm g3. Das ist auch gar nicht so einfach zu verhindern. Als erstes sollte man schauen, was passiert nach Turm g4. Das wird aber jemand wie Aronian wahrscheinlich recht schnell sehen, denn nach Turm d3 geht der Turm verloren, weil der König kein Feld hat, ihn zu decken. Und ja, also man muss hier auch irgendwas dazwischen ziehen. Hier geht wahrscheinlich mehr als ein Turm verloren. Aber natürlich kann man irgendwie Turm e3 spielen und das verhindern. Und hier ist die Idee von Schwarz ziemlich cool. Schwarz spielt h5. Und ich sag mal, Weiß hat hier nicht so viele Züge. Also Weiß kann nur abwarten. Das heißt, Schwarz kann die Stellung beliebig verbessern. Denn der Turm von e3, also er darf ziehen, aber er darf die dritte Reihe nicht verlassen. Und die schwarze Idee ist sehr simpel. Man möchte Turm g1 spielen, mit dem Turm auf g2 schlagen, sodass Weiß mit dem Turm wieder schlägt und dann Turm h1 spielen. Und ja, wie kann ich das zeigen? Also erstmal, wenn Weiß einfach gar nichts macht, dann kommt Turm g1. Weiß macht wieder nichts und Turm g2. Und nach schlägt, schlägt, ist jetzt ganz wichtig, dass der Bauer auf h5 steht, sodass der König nicht nach g4 kann, denn das ist matt. Und was kann Weiß sonst ziehen? Also ich meine, Weiß kann natürlich irgendwie den Läufer wegziehen, aber auch hier ist das Problem, dass nach Turm g1 der Zug Turm g3 sehr unangenehm ist. Also zum Beispiel ein weiterer Abwartezug, Schach, Schach, Schach und Abzugsschach gewinnt den Turm. Und ja, gegen dieses taktische Motiv kann Weiß irgendwie nichts machen. Das ist natürlich sehr bitter, aber wie gesagt, in einer Blitzpartie nicht leicht zu sehen. Und Aronian startete auch mit Turm g8, das ist der falsche Zug. Und hier kann Weiß sich jetzt mit Turm e1 wieder das Feld auf h1 für den König freiräumen. Sorgte Läufer d6, König h1. Turm d2 und Turm e2. Schach. Und hier entschied sich Aronian zu tauschen, denn er möchte natürlich weiterspielen. Der weiße König ist schwächer und vor allem ist Schwarz aktiver. Da, wenn man aktiver steht in solchen Stellungen, hat man einfach absolut kein Risiko. König g7 und Turm d1. Und Läufer g3. Jetzt hängt erstmal der Bauer. Den deckt Vincent mit Turm d4. Und der König wird aktiv. Okay, Läufer f3, Turm c8, Schwarz möchte den Bauern erstmal nicht nehmen, König g2 und hier folgte Läufer e5. Und hier ist so ein bisschen die Frage, Türme tauschen oder nicht. Ja, auch das könnt ihr gerne mal wieder versuchen selbst zu beantworten, also einfach immer Video anhalten, wenn ich solche Stellen nenne, wenn ihr Lust habt, wenn nicht, dann lasst es natürlich. Und hier ist tatsächlich überraschenderweise die Antwort, lieber Türme auf dem Brett behalten. Man könnte ja denken, ungleichfarbige Läufer einspielen, die gelten doch als super remieslich. Aber das Problem ist, sie sind eben nicht alle Remis. Und sowas wie Turm d7 würde hier, denke ich, recht leicht Remis halten, denn wenn der f7 verloren geht, ist es schwierig für Schwarz. Und nach Turm c2, König h3, droht man eben Läufer d5 und ja, zum Beispiel Turm schlägt a2, Läufer d5, Turm f7 folgt. Weiß hat hier einen Bauern weniger, aber so eine Stellung sollte man recht einfach halten. Vincent spielte Turm c4. Der sieht nicht blöd aus, also das geht mehr oder weniger forciert in dieses Endspiel. Aber hier hat Schwarz ja einen recht leichten Gewinnweg. Aronian spielte a4, der ist okay. Ich würde hier vielleicht auf f5 nehmen, aber a4 ist auch in Ordnung. Deshalb gucken wir uns an, was Aronian gespielt hat, denn das passt alles. Hier folgte Läufer e4. Ja, und hier spielte Aronian Läufer d4, was dafür spricht, dass er die Idee nicht erkannte. In solchen Stellungen ist immer ganz wichtig, man braucht einen Freibauern. Und dann ist immer die Frage, welchen Freibauern? Grundsätzlich bietet es sich natürlich an, einen Freibauern zu haben, der ja, schlechtestmöglich vom Läufer aufgehalten werden kann. Der Bauer hier von B4, der kann noch auf zwei Feldern aufgehalten werden, während der Bauer auf A4 nur noch auf einem aufgehalten werden kann. Und
Deshalb sollte man hier versuchen, einen A-Freibauern zu bilden. Das kann man zum Beispiel mit Läufer D6. Das verhindert im Übrigen auch, dass der weiße Freibauer läuft, was grundsätzlich auch erstrebenswert ist. Und die Idee ist hier, dass man nach Läufer C2 natürlich nicht A3 spielt und sich die beiden Bauern blockieren lässt, sondern man spielt B3, schlägt und A3. Und nach Läufer B1 folgt König E5. Und die Idee ist es nun, mit dem König nach B2 zu laufen. Und das kann Weiß nicht verhindern. Der König kommt nach B2 und hier sehen wir übrigens auch, warum der Läufer auf auf D6 so gut steht. Denn er blockiert die weißen Freibauern. Und da die weißen Freibauern blockiert sind, können sie überhaupt gar kein Gegenspiel schaffen. Aurelian spielte stattdessen Läufer D4. Und hier wäre es vielleicht besser, Läufer B1 zu spielen, mit der Idee, dass man A2 schon mal deckt. Aber auch das ist wahrscheinlich verloren. Ich werde hier aber nicht ins Detail gehen. Vincent spielte Läufer C2, das ist natürlich der logische Zug. Und hier spielte Aronian A3, was ein ziemlich grober Fehler ist. Natürlich sollte man auch hier B3 spielen und wieder A3. Und nach Läufer B1 kann Schwarz Läufer C5 spielen, mit der gleichen Idee wie vorhin. Aber ja, irgendwie hat man jetzt eben Läufer D4 und Läufer C5 gespielt, statt Läufer D6 in einem Zug. Und hier hat Weiß die Chance, mit König F3 anzufangen. Aber auch das gewinnt für Schwarz, denn nach König E5 muss Weiß ja versuchen, den König aufzuhalten. Also wenn man den König nicht aufhält, dann hat man keine Chance, weil sobald der König auf B2 landet, gewinnt das eine Figur. Deshalb König E2. Aber hier ist es ganz clever für Schwarz H5 zu spielen und den Bauern auf H4 festzulegen. Und jetzt hat Weiß das Problem, dass man nicht verhindern kann, dass der Läufer nach E7 kommt und den Bauern auf H4 schlägt. Und nach König D3, Läufer E7, nimmt Schwarz den Bauern auf H4 weg und in so ungleichfarbigen Läuferendspielen kann man sich eigentlich merken, wenn eine Seite zwei Freibauern hat, die sehr weit weg voneinander stehen, dann ist das normalerweise recht leicht gewonnen. Und so auch hier, weil es können sich nicht beide Figuren gleichzeitig um beide Bauern kümmern. Und so wird ein Bauer die beiden Figuren ablenken und der andere wird mit dem König zusammen durchlaufen. Aronian spielte stattdessen A3, aber das macht Vincent die Verteidigungsarbeit etwas leichter. Er spielte König F3, König E5, H5. Er stellt seinen Bauern auf ein weißes Feld, wo er ihn leichter verteidigen kann. Und nach Läufer C5, König E2, König D4, Läufer B3, Läufer E7, auch nochmal ein sehr starker Zug. Er spielt hier C5. Vincent stellt fest, der C-Bauer steht ihm nur im Weg. Und deshalb öffnet er den Läufer und der schaut jetzt nach F7 und nach Läufer C5, Läufer F7. König E5, Läufer E6, spielte Schwarz B3, aber nach Läufer schlägt. König schlägt F5, ist die Stellung natürlich völlig Remis und ja, die beiden spielten noch ein paar Züge, aber hier einigten sie sich jetzt auf Remis, denn es gibt für keine Seite mehr was zu holen. Jede Seite deckt ihre Bauern sehr zuverlässig mit dem Läufer, beziehungsweise den A2, der ist eben noch nicht angegriffen, der kann gedeckt werden. Und so endete diese Partie Remis. Ja, hier muss man sagen, dass Vincent etwas überspielt wurde im Mittelspiel und auch im Endspiel, aber dass Aronian dann eine, also für das Niveau würde ich sagen, nicht allzu schwere Gewinnidee in dem ungleichfarbigen Läufer-Endspiel verpasste. Aber natürlich, also wirklich mit 2 Sekunden auf der Uhr ist immer leicht reden. Am Ende ist es da einfach nicht so leicht, das alles zu finden. Ich bin mir sicher, zum Beispiel mit 30 Sekunden Bonus würde er das wirklich immer finden, aber mit 2 Sekunden muss man so schnell ziehen, dass es nicht ganz leicht ist. Und ich würde hier gerne noch 2 weitere Beispiele aus diesem Match zeigen, weil insgesamt war das Match irgendwie sehr bezeichnend. Also es hatte einen gewissen Charakter, sage ich mal. Schauen wir mal die nächste, also eine Stellung aus der nächsten Partie an. Vincent hatte in dieser Partie Schwarz. Und tatsächlich kam er hier sehr gut aus der Eröffnung und überspielte Aronian auch ein wenig. Aber der kämpfte sich wieder zurück und es entstand dieses Endspiel. Vincent ist Schwarz und Vincent hat hier Turm und 2 Bauern für 2 Leichtfiguren. Aber tatsächlich ist diese Stellung wahrscheinlich recht ausgeglichen, weil die weißen Leichtfiguren so aktiv stehen. Und Aronian spielte hier den Zug Springer B5. Und ich sag mal, nach Läuferschlag B5 hätte er aufgeben können. Er hat jetzt noch 5 Züge weitergespielt, aber das stellt einfach einzügig eine Leichtfigur ein. Also wirklich einzügig, ja. Da muss man auch nichts rechnen. Das war sehr krass. Und damit ging Vincent in Führung und lag nach 2 Partien 1,5 zu 2,5 vorne. Das heißt, aus 1,5 zu 1,5, so. Das heißt, aus den letzten beiden Partien brauchte er nur noch einen Punkt. Und dann schauen wir mal eine Stellung aus der dritten Partie an. Denn da hatte Vincent wieder Weiß. Und ja, Aronians letzter Zug war Turm F8 nach E8.
Und wenn ihr wollt, haltet gerne mal die Partie an und überlegt, was ihr hier spielen würdet. Ich vermute, dass ihr das alle recht schnell findet. Denn auch hier gewinnt Weiß diesmal nicht einzügig, sondern zweizügig eine Figur. Weiß schlägt auf E8, Läufer schlägt und spielt D7. Der Läufer hat kein Feld, wo er D8 verhindert. Und ja, die Partie ging noch eine Weile, aber auch hier, ja, irgendwie zweizügig Figur eingestellt in völlig unklarer Stellung. Also ich sag mal, Vincent war schon recht glücklich in diesem Match. Also er hätte in der zweiten Partie natürlich auch vorher Chancen gehabt, die zu gewinnen, aber am Ende war die Stellung ausgeglichen und Aronian stellte einzügig was ein. In dieser Partie stellte Aronian zweizügig eine Figur ein und in der ersten Partie hatte Vincent auch recht großes Glück, dass er die gehalten hat. Aber wir gönnen es ihm natürlich und er kommt damit ins, sag ich mal, Grand Final der zweiten Liga und da darf er tatsächlich wieder gegen Aronian spielen. Und ich bin mir zugegebenermaßen nicht sicher, ob die heute zwei Matches spielen oder heute eins, morgen eins. Aber auf jeden Fall spielen sie zwei Matches gegeneinander. Also es sei denn, Vincent spielt heute einmal 2-2. Denn Vincent hat noch zwei Leben. Aronian hat ja schon ein Match verloren, Vincent aber nicht. Das heißt, Vincent muss nur einmal ein Unentschieden schaffen. Also ein 2-2, nicht in einer Partie, sondern in einem Match. Und dann gewinnt er und dann sichert er sich auch direkt einen Startplatz für das nächste Champions Chess Tour Event in der ersten Liga. Was natürlich sehr cool ist, weil da spielen nur 8 Leute, also da dürfen nicht so viele mitmachen. Und ja, dafür drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Es wird jeden Tag um 17 Uhr gespielt, also jeden Tag. Ich vermute heute ein Match und morgen ein Match. Und ja, schaltet da auf jeden Fall mal ein und drückt Vincent die Daumen. Lasst mich gern wissen, ob euch die Partie gefallen hat. Ja, ob es vielleicht auch ganz nett war jetzt am Ende, dass ich auch noch ein bisschen gezeigt habe, was in den anderen Partien passiert ist. Das bietet sich nicht immer an, aber ich fand das hier recht bezeichnend für das Match. Und ja, wir drücken Vincent die Daumen und ich hoffe, euch sehe ich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!